Beim Rückspiel wird das genau so sein. Jasmin Kerpcic in der Halbzeit das Ganze analysiert und der kennt Klipke seit seiner Jugend, hat ihn zu einem sehr guten Torwart geformt. Ja, und da sehen wir auch in der Slow-Mo. Und dann wieder Retour. Frederiksen. Hat er ein Potenzial? Aber das ist natürlich auch. Wir sind jetzt schon in der beginnenden 7. Minute. Ganz, ganz starker Auftakt auf Zelenovic. Rubin, oh, das war schon auch ein riskantes Anspiel. Reingekämpft. Und es gibt die 2 Minuten Zeitstrafe noch dazu. Von daher hat. Den hat Klipke. Und da ist Mellegard aufmerksam. Csabor. Klimke macht er richtig gut mit diesem Druck am Kreis. So geht's rein in die zweiten 30 Minuten. Rubi, der passt, der passt. Rubi von Firnhaber offensiv angegangen. Boah, der kommt richtig gut raus aus der Kabine und aus dem Interview. Sind die Zuschauer dann sofort da, wenngleich es ja erhebliche Lücken gibt hier auf den Tribünen. Ein großes Problem. Und Klipke hat den nächsten. Und nächste Konterchance über Rubin. Macht er selbst? Ja, macht er. Wenn sie natürlich solche Riesenchancen liegen lassen. Jepson. Das war auch mal überfällig, das von ihm. Bödel. Metzner. Nochmal. Ich habe es in der ersten Hälfte schon mal angedeutet und gesagt und angesprochen. Becher hier ein bisschen was zu korrigieren. Passt zum ganzen Gesehenen. Wenn wir von einer Krise gesprochen haben sollten, ich glaube, das Wort ist nicht gefallen, aber wenn man darüber nachgedacht hat, nach 0:8 Punkten, zuletzt beim Herzen Erlangen.